treffen uns hier zum letzten Treetime-Interview mit Svenja Tös. Svenja Tös hat nicht nur ihre Altersklasse mit 20 Minuten Vorsprung gewonnen, sondern die Overall-Altersklassenliste angeführt. Ja, ich glaube, sie ist auch noch den schnellsten deutschen Marathon der Frauen gelaufen und wir reden mal mit ihr, wie ihre 9 Stunden 40 zustande gekommen sind. Also ich bin immer noch völlig überwältigt, damit hätte ich nicht gerechnet. Auch beim Schwimmen habe ich mal wirklich alles gegeben und von Freunden gehört, ja, kannst du eigentlich nicht viel verlieren beim Schwimmen, machst dich da nicht fertig. Ja, hat gut geklappt für meine Verhältnisse. Rad lief auch super, habe mich an die Werte gehalten, habe das ein bisschen beobachtet, was ich normal nie mache. Und beim Laufen war der absolute GAU. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt so lange durchhalte und vor allem so flott laufen kann, weil ich die ganze Zeit mit meinem Schienbein zu tun hatte und nur im Wasser trainiert habe. Unfassbar. Es war auf jeden Fall was ganz anderes als zu Hause in Deutschland, wobei ich in Südafrika mit dem Wind schon in Kontakt kam und auch in Lanzarote war ich mit meiner Freundin der Lisa ziemlich im Wind unterwegs. Das kannte ich dann. Ja, ich habe meinen Papa trafiert, kurz bevor es an der Kreuzung runter, also beziehungsweise hoch nach Habi ging. Da wusste ich auf jeden Fall mal die Zwischenzeiten, als ich dann wiederkam, wusste ich. Und ja, dann wurde es mir beim Laufen gesagt und ich war ziemlich überwältigt. Ich kann es mir selber nicht erklären, wie das funktioniert, weil wenn ich selber nicht wüsste, würde ich es auch nicht glauben, dass ich wirklich nicht gelaufen bin seit anderthalb Monaten. Wie das möglich ist, weiß ich nicht. Wenn ich trainieren könnte, wäre sicherlich noch mehr drin. Ich habe vor der WM hier in Hawaii schon drüber nachgedacht, jetzt eventuell noch mehr. Die ganze Zeit hat es ein bisschen daran gehapert, an den Sponsoren, die mir gefehlt haben. Vielleicht tut sich jetzt ja was auf nach dem Erfolg. Und ja, ich spiele mit dem Gedanken, das wirklich nächstes Jahr umzusetzen. Ja, genau, also mein Butterbrot werde ich noch mit durch die Kondo verdienen. Bin auch super glücklich, dass ich überhaupt so eine tolle Firma habe. Studieren mache ich auch weiterhin, wobei Englisch werde ich jetzt erstmal zurückstufen und primär jetzt mal mein Sportstudium abschließen und dann kann ich das Englisch wieder aufnehmen, um dann ins Lehramt zu gehen.